schönen guten Morgen. Ich lese euch die Losung für den Freitag, den 14. August. Da heißt es im Psalm 73, im 25. Vers: Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Und im Johannesevangelium im 6. Kapitel, die Verse 67 bis 69, spricht Jesus zu den 12: Wollt ihr auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus: Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens, und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Soweit diese Worte für den 14. August. Der Psalmbeter im 73. Psalm hat eine tiefe Lebenswahrheit für sich erkannt. Der Vers, der nämlich nach dem 25er folgt, da sagt er dann: Wenn mir auch gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist doch du meine Zuversicht und mein Teil. Also, er stellt so gegenüber: Was habe ich gemacht die ganze Zeit über? Wie geht es denen, die nicht nach dir, Gott, fragen? Ja? Also, und dann heißt es einmal so schön: Hochmut ist ihr Schmuck und ihr Gewand ist Gewalt. Also die pfeifen sich überhaupt nichts und irgendwie feist sind sie, ja? Also gut genährt, und es schaut so aus, als würde ihnen nichts abgehen. Aber letzten Endes bleiben sie nicht. Und er sagt dann eben: Und was mir auch passiert, ich habe erkannt, Gott, du tust nicht nur Israel gut, sondern du tust auch mir gut. Und deswegen bleibe ich in dir drin. Du hältst mich bei deiner Rechten. Also was auch immer geschieht, ich habe gemerkt und ich spüre und ich glaube das auch fest und weiterhin und vielleicht sogar über den letzten Atemzug hinaus. Das wird so ein bisschen zwischen den Zeilen angedeutet, das kann man sehen, wenn man das so will, dass er eben sagt: Egal was mir auch passiert, ich bin wie in dir eingewurzelt, Gott, und deswegen, das habe ich erkannt, das ist es für mich. Und ja, das ist es für mich, sagt auch Simon Petrus auf die Frage von Jesus, als er eben redet, und einige Leute sagen dann: Na, das wollen wir aber nicht hören. Und es gehen eigentlich alle weg, bis auf seinen Zwölferkreis, wo er nämlich redet über sein Leib und das Blut und dass er sich eben hingibt. Und dann sagen einige Juden, einige Glaubende von damals: Also das ist uns jetzt wirklich eine Nummer zu steil, was der Jesus da sagt. Also wir müssen ihn essen, wo natürlich die Christen schon wissen, dass er das Abendmahl meint, aber damals eben harsche Worte. Und dann sagt eben Simon Petrus als Sprecher vom Zwölferkreis: Wo sollen wir denn hingehen? Du hast Worte des ewigen Lebens, und wir haben geglaubt und wir haben auch erkannt. Also unser Kopf ist dann noch nachgekommen von dem, wo wir gespürt haben, dass es richtig ist. Du bist der Heilige Gottes, du trägst das Geheimnis Gottes in dir und lässt es auch sichtbar werden. Und deswegen wollen wir an dir dranbleiben. An Gott dranbleiben, am Glauben dranbleiben, an Jesus dranbleiben, sich jeden Tag neu erfüllen lassen vom heilmachenden Geist. Das wünsche ich uns allen. Adieu.